tauschen? Ja, tauschen wir es aus. Vorsicht! Ich bin vorsichtig. Geh einfach weiter. Ich sag dir, wohin. Ach, dieser Gary Lopez ist einfach abscheulich. Was für ein schrecklicher Vertrag. Sehen Sie? Und diese Klausel hier, da ganz am Schluss. Diese. Die waren noch nicht da, als ich unterschrieben habe. Ich bin mir ganz sicher. Keine Sorge. Ich werde alles tun, was in meiner Macht steht, damit der Vertrag seine Gültigkeit verliert. Ja, glauben Sie, wir schaffen das? Es wird nicht einfach, aber ich werde es versuchen. Zuerst werde ich mir diesen Gary Lopez vorknöpfen. Hoffentlich hört er Ihnen zu, denn auf alle anderen hört er nicht. Ja, ich hoffe, ich finde ihn. Denn immer, wenn ich ihn aufsuche, ist er nicht da. Er verschwindet dauernd. Er ist schwer zu fassen. Er hat Angst. Er weiß, dass das nichts Gutes für ihn bedeuten kann. Dieses Mal wird es anders sein. Ich werde ihn treffen von Angesicht zu Angesicht. Und ich habe ihm eine Menge zu sagen. Wirklich. Er kommt mir nicht davon. Diesmal wird er zuhören. Hattest du keinen Verdacht? Nein. Nein, denn sie haben sich die ganze Zeit nur gestritten, Nina. Ich weiß nicht. Es geht mir immer noch nicht in den Kopf, dass Ray und Maggie... Wieso denn nicht? Auch er kann sich verlieben. Na ja, selbstverständlich, aber... Keine Ahnung, Ray ist so... So ernst und Maggie so... Ganz anders. Ich dachte eigentlich, Maggie wäre ausschließlich an ihre Klamotten und Schuhe... Und in ihre Schnäppchen verknallt. Weiter nichts. Ja, weißt du, es ist schon schade, dass wir nicht in Sharons Zimmer gehen konnten. Ja, ich weiß, aber mit Ray und Maggie da unten habe ich mich nicht getraut. Außerdem ist es so, wie ich dir neulich gesagt habe, wenn ich dort reingehen will, ist es, als ob mich jemand unterbrechen würde oder es kommt etwas dazwischen, keine Ahnung. Ist das vielleicht ein Zeichen? Also ich glaube, es ist eher eine Entschuldigung. Ich weiß nicht, Nina. Für mich war das alles hier sehr schwer. Ich weiß, dass es schwer ist, aber du weißt, dass ich dich begleiten kann, sobald du dazu bereit bist. Danke dir wirklich.